Muss ich deutlich machen, wer hier das Kommando hat? Du zielst doch jetzt nicht mit deinen Scheißknarren auf mich. Nein. Noch nicht. Ich will nur, dass du begreifst, wie ernst die Lage ist. Wir werden hierbleiben. So ist das? Flaquil. Es wurde auch langsam Zeit, dass du mal Eier zeigst. Also gut, ich bin dabei. Sonst noch Einwände? Nein, alles gut. Ich bin gut. Gut, dann suchen wir mal unseren Freund. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Marvel's Guardians of the Galaxy auf dem PC, Folge 33. Ach, versperrt. Auf geht's, Oh, ich bin hier, Rocket! Oh, Flak sei Dank. Peter? Rocket? Warum ist meine Tür von außen versperrt? Ja, Drax hat sich möglicherweise der Kirche angeschlossen. Was? Im Ernst? Ich bin Groot. Ich weiß, es ist super verkorkst. Drax ist auch verkorkst. Er hat uns vielleicht auf die Sacrosanct gebracht, um die Matriarchin zu finden. Aber don't worry. Don't worry? Ja, ihr wisst schon. Be happy. Ich könnte vielleicht die Selbstzerstörungssequenz der Milano aktivieren. Das ist dein Plan? Was, hast du einen besseren... Schwer, sich zu konzentrieren, wenn Peter singt. Ich denke nach. Ach, denk woanders nach. Hör auf zu singen. Nur zu deiner Information. Cammy liebt meine Stimme. Da ist sie die Einzige. Das ist es. Wir sind eingesperrt, aber sie ist es nicht. Ja und? Sie ist dumm. Aber sie kann uns trotzdem helfen. Kannst du Schiffspläne auf mein Tablet schicken? Und vielleicht ein Kamerasignal? Ja, okay. Warum? Ich will sehen, wo Cammy ist. Fertig. Du hast Zugriff. Okay. Nein, du sollst das Was denkst du Tablet gerade, nehmen. Okay, ich sehe sie. Gamora, sing was. Irgendwas. Warum? Tu's einfach. Oh. Ich singe jetzt ein Lied, hoffentlich gefällt's dir, denn... Oh, wow, sie hasst deine Stimme. Flattig! Das ist gut, sie reagiert auf Gesang. Wenn wir sie zu dem Kontrollfeld in der Nähe des Cockpits bringen könnten... Die Steuerung der Notfalltüren. Genau, sing einfach weiter. Ich benutze die Sprechanlage und bringe sie dazu, den Override für die Schlösser anzuknabbern. Sie knabbert alles an. Ja, wo muss sie hin? Da, also... Also, wenn... Ich meine, Cammy ist ein Weltraumlama. Noch dazu eins, das nicht mal meine Stimme mag. Oh. You worry, you make it double, don't worry. Oh, Groot kann sie auch gut leiden. Dun, 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 dun. Ins Zimmer, sperr mich ins Grab. Get note for no, don't worry. Aber wenn ich hier jetzt der Einzige bin, falls das irgendein Trick ist. In every life. La la la. Die da da da. Also, ich muss so machen. Bla 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 bla. La 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 la. Don't worry. Ich will sterben. Funktioniert das überhaupt? La la. Oh, stark, ey. Don't worry, be happy. Ja, verpiss dich, komm. In. Oh. Wenn der singt, falls das irgendein Trick ist. Ach. Ich will es nicht auf dem Schiff haben. Hab gesagt, es frisst alles auf. Und jetzt. La la
la la la la la la la la la la. Ich kenne diesen Song nicht mal. Dahin. Ich krieg's ja nicht weiter dahin. Okay, komm schon, Flauschi. Ja. Knabber dir schön was ab. Geil. Mach, was du am besten kannst, du Kaumonster. Leute, ich glaube, sie macht's. Unfassbar, es hat funktioniert. Das ist nicht die Sacrosanct, wir sind auf einem Planeten. Na prima, Flag sei Dank. Lasst uns einen Abgang machen, bevor Drax mit seiner neuen Freundin hier auftaucht, dieser beknackten Matriarchin. Rocket, hör auf! Wir lassen Drax nicht im Stich. Ist er überhaupt noch Drax? Ich meine, jetzt, wo er konvertiert ist. Ich weiß. Wir müssen ihn eben von der dunklen Seite zurückholen. Du hast ernsthaft vor, ihn zu kidnappen? Drax, den Zerstörer? Mit Betonung auf der Zerstörer. Wir sind schon zu weit gekommen und haben zu viel durchgemacht, um jetzt einen Freund zurückzulassen. Und noch ist Drax unser Freund. Oh nein, das ist nicht mehr unser Freund. Muss ich deutlich machen, wer hier das Kommando hat? Du zielst doch jetzt nicht mit deinen Scheißknarren auf mich. Nein, noch nicht. Ich will nur, dass du begreifst, wie ernst die Lage ist. Wir werden hierbleiben. So ist das? Flaquil. Es wurde auch langsam Zeit, dass du mal Eier zeigst. Also gut, ich bin dabei. Sonst noch Einwände? Nein, alles gut. Ich bin gut. Gut. Dann suchen wir mal unseren Freund. So muss das sein. Ich verlasse die Milano, na, ab geht's. Die Zeit ist auch heute noch da, ja. Dankeschön. Hast zwar die Türen kaputt gemacht, aber scheiß drauf. Ich bin gut. Ich will nur sicher gehen, dass du bereit bist. Spielt keine Rolle, Quill. Ich versuch's sowieso. Wenn alles klappt, sind wir bald wieder zurück. Und wenn nicht? Naja, dann muss eben jemand deinen Hintern da rausschaffen. Ich weiß, dass du bereit bist. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ach, Groot sagt, holen wir ihn raus. Na, bereit, Drax zurückzuholen? Bereit? Nein. Aber je länger wir warten, desto weiter driftet er ab. Okay, wie wär's mit jetzt? Jetzt bereit? Peter, es wird länger als 50 Ticks dauern, um einen Plan zu entwickeln. Ja, dazu will ich jetzt auch aber erstmal wieder das Aussehen zurückändern. Kann ich hier, ja. Ja. Drax ist ja zurzeit eh nicht verfügbar. Aber wir können das ruhig mal auswählen. Hab ich irgendwas? Nichts Besonderes. Gehen wir mal wieder auf den normalen Groot zurück. Und er bleibt so. Okay, auf geht's. Okay, geht weiter. Ach, bitte nicht. Weißt du, wo wir sind? In einer verflammten Lagune. Wie oft muss ich es euch noch sagen? Ich mag Wasser nicht. Hey, ich bin nicht hier gelandet, okay? Das war Drax. Ah, das Zeug ist ekelhaft. Das meint ihr nicht ernst? Ja, nasses Fell ist das Schlimmste. Rocket, bist du in Ordnung? Es reicht. Ich hasse Wasser. Ich hasse es, nass zu sein. Und ich hasse es, nicht bezahlt zu werden. Wir sind nicht hier, um bezahlt zu werden. Wir sind hier, um Drax zu retten. Ja.
Aber wie es auch schon wieder aussieht, ne? Bitte, wir sind auf Lamentis, Heimat der Priester von Parma. Noch mehr religiöse Lamentis, Randbereich des Kreet-Territoriums. Große magellanische Wolke. Sie festen. Das ist ja noch schlimmer. Du hast sie auf Nowhere gesehen? Woher kennst du diesen Ort? Ich war mal nach einem missglückten Job hier. Was war der Job? Es ging um meine Schwester und... Sag mir, dass wir keinen Ozean überqueren müssen. Nur ein Teil eines Ozeans. Vor allem nicht rein, dann wirst du auch nicht nass. Und woher weißt du, dass Drax nicht reingefallen ist? Mach dir keine Sorgen, Rocket. Wenn was passiert, springt Gamora dir hinterher. Ach ja? Ja? Ja, weil wir ein Team sind. Und Gamora ist die Beweglichste. Dann ertrinke ich lieber. Wie sieht unser Plan aus, wenn wir Drax finden? Erst schießen, dann planen. Wir schießen nicht... Da ist Drax. Schurke. Wo ist sie? Wo ist die Matriarche? Wow, wow, wow! Lass ihn runter! Drax! Mann, Alter, beruhige dich! Sie hat mich hergerufen, um meinen Schmerz zu heilen. Rocket, hilf uns hier mal! Hi, Leute. Oh. Das ist ja interessant. Mantis? Wie hast du... Was? Ach das! Von Leisau habe ich die Kunst gelernt, einen einzigen Punkt mehrmals zu treffen. Oder bringt mir Omfer das erst noch bei? Ach, dem fiesen Grünen geht es gut. Halbwegs jedenfalls. Was tun wir alle hier, Mantis? Ich habe ihn hergerufen. Auf Nowhere. In seinem Geist habe ich eine Zeit gesehen. Die Lügen sind wie Fesseln. Was hätte ich da tun sollen? Ihm vorsichtig beibringen, wo es lang geht. Klar, oder? Shh. Alles gut. Bleib bei mir. Still im Dunkeln. Noch so eine von deinen Freunden, Quill? Oh, nein. Nicht in dieser Zeit. Na los, zur Gruselhöhle geht's da lang. Zur was bitte? Zur Gruselhöhle, wo sich unsere dunkelsten Zukünfte treffen. Dunkel wie in Unbekannt, nicht böse. Es könnte böse werden, aber nicht böser als in den Zukünften, die ich schon kenne. Denn die waren definitiv böse, sehr böse. Ihr wollt nicht wissen, wie böse. Könnte die vielleicht mal jemand übersetzen? Ich bin Groot. Die Sache ist... Oder war, welchen Teil der Sache hatte ich schon erwähnt? Diese Gruselhöhle. Ach ja, die. Großes, starkes Herz trägt so tiefe Trauer in sich. In jeder Zukunft ist er der Verführbare. Und in manchen davon retten wir ihn. Hier. So, da wären wir. Hier sind die Wurzeln der Kotati. Also, nur um das klarzustellen. Da gibt's eine Zeitlinie, wo du und ich... Peter, zur Sache. Klar. Was waren noch gleich Kotati? Ich bin Groot. Pflanzenwesen wie Groot, nur uncool. Die Kotati sind hochentwickelte und hochheilige Pazifisten, die uns an ihren meditativen Kräften teilhaben lassen und die Geheimnisse der alten Höhle hüten. Könnten Sie mit dem Hüten mal pausieren? Auf keinen Fall. Diese Aufgabe nehmen Sie sehr ernst. Die einzige Chance einzutreten ist, an Ihre grenzenlose Weisheit zu ab... Ich bin gut! Wir sind drin!
Und wonach suchen wir nochmal hier drin? Sie weiß es nicht. Nach irgendwas, das Drax helfen kann. Ach, und da hören wir auf das, was diese Psycho-Tussi sagt? Sie ist keine Psycho. Gruselig. Ist wirklich gruselig hier. Ja, eher tödlich. Sind wir sicher? Nope. Vielleicht muss Drax sich nur ausschlafen. Er schien ganz in Ordnung zu sein. Meine telepathische Kontrolle wird nicht anhalten. Nur die Freunde des fiesen Grünen können ihm helfen, die Lügen der Matriarchin zu durchbrechen. Doppelschlag! Das hätte ich beinahe nicht rechtzeitig gespürt. Denkt alle daran, dass wir wegen Drax hier sind. Allerdings wäre es einfacher, wenn wir eine Ahnung hätten, wonach wir suchen. Dieser Ort ist total instabil. Diese Flakhöhle wird uns alle umbringen. Oh nein, nicht alle. Nicht dieses Mal. Noch mehr Wasser? Was ist bloß los mit diesem lausigen Planeten? So schlimm finde ich ihn gar nicht. Er wird tödlich und kalt und nass. Kommt einfach in Bewegung, sobald ihr drin seid. Ich bin sicher, ab jetzt wird's trocken. Hü! Und hot! Mist! Das war ganz schön knapp. Dabei erwischt es Gamora manchmal. Das bezweifle ich. Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Mantis? Ich denke schon. Okay, rüberspringen können wir hier nicht. Wir müssen uns umsehen und einen anderen Weg finden. Ja. Mantis, könnte Drax vielleicht... Der fiese Grüne darf nicht belastet werden. Ich brauche meine gesamte mentale Stärke, um ihn mit Lügen zu umgarnen. Ein falscher Schritt und ich verliere ihn. Und dann tötet er uns alle. Mal wieder. Ich habe hier ein kleines Mauseloch entdeckt. Sehen wir uns das hier mal an. Vielleicht kann ich ja durch. Ah, ja. Okay, Gamora, gehen wir hier rauf. Ich könnte einfach ein paar Felsen sprengen. Oh nein! Ich traue ihm zu, dass er uns dabei umbringt. Wie lautet dein Grund? Ich habe zu viele Zukünfte gesehen, in denen Struppi in dieser Höhle umkommt. Rocket, meinst du hast Glück? Ich krieg das hin. Rocket, bleib beiseite und versuch nicht zu sterben. Jo, ihr Genies, das Ding da über dir sieht nicht sonderlich stabil aus. Wenn ihr es lösen könnt, machen wir es. Du ignorierst nach wie vor das größere Problem, dass wir nicht wissen, was wir überhaupt suchen. Konzentrier dich nicht auf das Was. Konzentrier dich darauf, was er dir bedeutet. Ja. Denk an all die Male, wo Drax etwas für uns getan hat. Nenn mir nur eins. Als er uns in dem Bergbauschiff den Arsch gerettet hat. Sport, er hat deinen Arsch gerettet. Oh, das ist aber echt viel Aufwand für einen verflachten Kollegen. Drax ist schon oft für uns da gewesen. Wie auf Sacknaff, als uns das erste Mal dieser Tiger mit dem Krakengesicht angegriffen hat. Wer, Dickerchen? Und als uns beim zweiten Mal Dickerchen angegriffen hat. Mantis, sollten wir uns wegen dieses Nebels Sorgen machen? Dickerchen ist keine. Jo, Mega-Fähigkeit freigeschaltet. Salos Entscheidung, sich dem Albtraumwesen direkt zu stellen, hat sein Selbstvertrauen gestärkt. Er kann sich jetzt kurzzeitig bei völliger Unverwundbarkeit über das Schlachtfeld bewegen. Jo, lol. Natürlich ist das nicht wirklich, Dickerchen. Das wäre unmöglich. Ah, ja. Was? Wir schaffen das! Irgendwie! Hä? Hoffentlich ist es keines der Male, wo es dein Gesicht tritt! Werf die Krakenkatze um! Augen auf! Sehen Sie her! Jo, okay. Dinger gleich auf zwei Planeten getötet haben. Betrachte es als Populationskontrolle. Geht an, Rocket! Binde sie an, Crew! Vielleicht hat es sich auf der Milano versteckt. Oh, wie ein Welpe, der uns nach Hause folgt. Okay, ich nehm's zurück.
Es wäre nützlich gewesen, den normalen Drax dabei zu haben. Wie stehen die Chancen, dass die Dinger hier leben? Vielleicht stammen sie gar nicht von Zegnarf. Und Hellbender hatte sie ursprünglich von hier. Oder vielleicht ist Hellbender hier und verfolgt uns bis zum Ende der Galaxie, weil sie unseren Tod will. Hellbender will unseren Tod? Ist euch klar, was das bedeutet? Wir werden alle sterben. Ich denke, ich weiß, was jetzt kommt. Es bedeutet, dass wir ein Team sind. Wenn wir jemanden anpissen, dann pissen wir ihn gemeinsam an. Ich nehme an, das hörte sich in deinem Kopf besser an. Wasser, Nebel und Monster. Was zum Flock ist bloß los mit diesem Ort? Es gab hier schon immer eine große Macht. Die Priester erzählen von jenen, die vor ihnen hier waren. Und den wundersamen Dingen, die sie konnten. Sowas kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Du warst bei deinem letzten Besuch nicht bereit zuzuhören. Ich bin... Oh nein, Sir Groot! So etwas wie eine Kotati-Wurzel existiert gar nicht. Warum warst du nochmal hier, Gamora? Oh, ich kenne die Antwort. Sie ist in allen Zeitlinien dieselbe. Hab ich doch schon gesagt. Ich war hier, um mich zu erholen. Das ging mir nicht gut. Wir mussten sie im Auge behalten. An dieser Stelle, mit diesem geilen Ausblick, würde ich die Folge an dieser Stelle beenden, Freunde. In der nächsten Folge geht's dann an dieser Stelle hier weiter. Damit bedanke ich mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.